Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Endstand 1:3. Herzlichen Glückwunsch an die Gladbacher. Wir haben wie immer beide Trainer nach dem Spiel hier versammelt und möchten gern von Dieter Hecking das erste Statement zum Spiel hören. Ja, wir sind natürlich sehr froh, ob des Sieges und auch aufgrund der Leistung. Ich glaube, wir wussten, dass Werder sich heute sehr viel vorgenommen hat nach den beiden letzten Spielen, die sie nicht so punkten konnten, wie sie es vorgestellt haben. Haben da, denke ich, sehr fokussiert, sehr konzentriert gespielt in der ersten Halbzeit. Haben ganz, ganz wenig zugelassen, was erstmal schon mal wichtig war für die Stabilität in unserem Spiel. Haben vielleicht nach vorne noch nicht so die Lücken erst gefunden. Mussten wir ein bisschen nachjustieren schon in der ersten Halbzeit. Vom Positionsspiel her haben wir dann besser gemacht. Dann war natürlich der Dosenöffner für uns das 1-0, eine herausragende Einzelleistung vom Alessan. Und mit dem 1-0 in der Halbzeit wussten wir auch, ich war ja auch hier gegen Leverkusen, wenn Werder dann mal ins Rollen kommt, dann können sie auch sehr schnell Tore machen. Da haben wir gesagt, wir müssen gucken, dass wir das 2-0 schießen, dann können es ruhiger werden. Dann haben wir sie und haben wir natürlich dann hervorragend gemacht. War so angekündigt, das Tor, kann ich hier bestätigen. Dirk Bremser hat das mit der Mannschaft im Vorfeld besprochen gehabt, diese Situation. Ja, dass es natürlich so aufgeht, ist dann auch das Spielglück, was du dann auch brauchst. Aber es war vorbereitet, das Tor. 3-0, überragend. Ja, ich glaube, das schönste Tor in dieser Saison von uns, rausgespielt, klasse Aktion. Ja, und mit dem 3-0 habe ich eigentlich gedacht, so, jetzt haben wir die nötige Ruhe. Und das sieht man dann auch genau das, was uns vielleicht dann auch noch fehlt. Ja, nämlich, dass man dann den Gegner nochmal, nur weil man vielleicht ein paar Prozentpunkte weniger macht, ein bisschen unkonzentrierter ist in der Rückwärtsbewegung. Das Gegentor war vermeidbar für mich. Haben wir auf der rechten Seite kein gutes Stellungsspiel gehabt. Ja, und dann bringst du Werder wieder ins Spiel. Und das muss ich kritisch anmerken. Wenn Max Kruse den Flugkopfball reinmacht, steht es 3-2. Und dann können es noch sehr, sehr unangenehme Minuten werden. Die Phase haben wir dann überstanden und haben dann auch so nach 5-6 Minuten wieder in unseren Spielrhythmus zurückgefunden. Und so, dass am Ende dann keine großartigen Chancen mehr da waren, für Werder nochmal ein Spiel zurückzufinden. Und von daher war das für uns heute, denke ich, ein gelungener Auswärtsauftritt, den wir natürlich sehr, sehr gerne mitnehmen vor der Länderspielpause. Vielen Dank. Florian Kohfeldt. Ja, schönen guten Abend oder an alle, die uns zuhören. Ja, zunächst mal natürlich Glückwunsch nach Gladbach. Glückwunsch, Dieter. Es war für uns, glaube ich, ein Spiel, was uns sehr genau aufgezeigt hat, was uns dann in gewissen Phasen auch noch fehlt. Ich glaube, dass das so von der Anlage des Spiels, von dem, wie wir versucht haben, nach vorne zu spielen, wie wir auch verteidigt haben. Ich meine, Dieter hat es ja auch gerade gesagt, ich glaube, dass wir da schon sehr lange eine sehr spielstarke Mannschaft auch gut kontrolliert haben, immer wieder selber den Ball hatten, auch Möglichkeiten uns in Ansätzen erspielt haben, gute Staffelung hatten. Aber wir haben die Momente nicht gefunden. Ich finde, das fehlt uns dann einfach noch. Sowohl vielleicht auch einfach mal ein Tor zu machen aus einer Situation, die jetzt nicht glasklar ist. Ich erinnere mich da in erster Halbzeit noch an Davy, wo der Schuss abgefälscht ist. Ich erinnere mich direkt nach der Halbzeit, bevor das 0-2 fällt, an die erste Aktion nach 30 Sekunden, wo wir einen freien Abschluss im 16er haben. Und dann vor allen Dingen darf uns nicht passieren, dass wir innerhalb von 15 Minuten 3 Tore kassieren in Situationen, die das dritte Tor wunderschön rausgespielt, überhaupt keine Frage, aber ansonsten zwei Situationen, die du einfach verteidigen musst. Also gerade das erste, das darf uns nicht passieren. Das ist jetzt gegen Leverkusen schon passiert, dass nach dem zweiten Ball, nach dem Standard da das nicht stimmt. Bei aller Qualität von Gladbach darf uns das nicht passieren. Und das sind, glaube ich, auch in einem Spiel, was ganz, ganz viel auch gezeigt hat, was gut war, sind das die Momente, die uns dann momentan killen. Und darüber müssen wir nachdenken. Deshalb bin ich trotz 3 Niederlagen jetzt sogar ganz froh, dass eine Länderspielpause kommt, weil wir werden uns sammeln. Wir werden das nicht wegdiskutieren, was passiert ist, aber wir werden vor allen Dingen, und das hat das Spiel mich fast eher noch bestätigt heute, überhaupt nichts in Frage stellen. Also wir sind, glaube ich, heute auf einen Gegner getroffen, der exzellent besetzt ist, der eine super Idee hat, Fußball zu spielen, die sehr schwer zu verteidigen sind. Und wir haben trotzdem gute Möglichkeiten gehabt, auch dieses Spiel unter Umständen auch anders in eine andere Richtung zu lenken. Und zwar nicht aus Zufall über zweite Bälle oder Sonstiges, sondern weil wir uns das erarbeitet haben über Fußball. Und diesen Weg dürfen wir nicht verlassen, das dürfen wir nicht in Zweifel ziehen. Und das werden wir auch nicht, ohne dabei, ja, zu vergessen, dass wir einfach momentan zu viele Fehler machen. In beide Richtungen. Wir müssen mehr Tore machen und wir müssen in kleinen Situationen, die scheinbar klein wirken, besser verteidigen. Und damit werden wir in Freiburg anfangen. Wir sind immer noch in einer guten Situation. Und ja, glaube, wenn wir an unsere Art und Weise weiter glauben, dann werden wir auch sehr schnell wieder punkten.
Vielen Dank und gute Rückreise nach Gladbach und viel Erfolg im Rest der Saison. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die Trainer? Frank Hellmann? Herr King, man muss natürlich nochmal nachfragen. Alessandro Player steht jetzt mit 8 Toren vorne, hat heute 3 Tore geschossen. Die Fans haben ihn Sprechchören gefeiert. Was gibt da diese Ihrer Mannschaft, gerade auch schon speziell vielleicht im Vergleich zur Vorsaison, was Ihre Mannschaft bisher noch nicht hatte? Ich glaube, man hat heute alles das gesehen, was wir im letzten Jahr vielleicht so in der Form an Spielertyp noch nicht hatten. Wir haben ihn lange, lange beobachtet. Ja, ich kann das nur immer wieder betonen, dass unsere Scouting-Abteilung einen herausragenden Job gemacht hat. Ja, dass dann die ersten Gespräche der Max und der Steffen Korrell geführt haben mit ihm und ihm versucht haben, Gladbach näher zu bringen, weil wir waren ja nicht alleine in der Fußballwelt unterwegs. Es ist auch anderen Vereinen aufgefallen. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel im Vorfeld richtig gemacht worden ist bei der Verpflichtung. Dann gab es das Gespräch mit mir und hat auch ganz gut geklappt anscheinend, dass er verstanden hat, obwohl er mich nicht so gut versteht, weil ich kein Französisch spreche. Ja, manchmal muss man nicht immer dieselbe Sprache sprechen und trotzdem versteht man sich. Ja, und dann ist er gekommen und hat eigentlich vom ersten Tag an super in die Mannschaft reingepasst. Wir haben natürlich auch viele französisch sprechende Spieler. Es ist dann auch für ihn einfacher gewesen, in die Gruppe reinzukommen. Wir haben ihn versucht, bewusst und wirklich auch so vorzubereiten auf die Bundesliga, dass wir ihn nicht gleich überpacen. Ja, dann musste er doch relativ schnell, viel früher, viel mehr spielen, als wir gedacht haben, weil Raphael uns ausgefallen ist, weil Lars Stindl noch nicht dabei war. Aber er macht das in einer Art und Weise, die ist natürlich gut. Und wenn einer aus einer anderen Liga kommt, der hat jetzt 8 Tore. Ja, und wie er die Tore vor allen Dingen auch macht. Ich erinnere auch nochmal die Szene, wo er dann nochmal einen Schuss abgibt, kurz vor seiner Auswechslung. Ja, das sind ja Situationen, die wir so nicht hatten im letzten Jahr. Und darauf haben wir ja auch Wert gelegt in der Saisonanalyse nach der letzten Saison. Wo können wir noch an dieser Mannschaft auch arbeiten? Wo können wir ein bisschen was anderes reinbringen? Und ja, wenn jetzt die Saison zu Ende wäre, dann würde ich sagen, war alles top. Aber wir sind am 11. Spieltag und ich hoffe natürlich, dass der Junge genauso weitermacht. Einmal zweite Reihe. Tobi Strobel, fand ich, hat heute auf der 6. einen überragenden Job gemacht. Können Sie nochmal sagen, wir Journalisten sehen ja immer gerne das Duell mit Kramer und ihm. Aber was macht ihn generell so stark? Was gibt er der Mannschaft? Was lässt Sie ihn auf der 6 im Moment den Vorzug haben? Ja, es ist das, was Sie gerade gesagt haben. Er macht es eben auch sehr gut. Ja, und ich weiß auch, Chris Kramer wird das sehr gut machen. Und das sind eben diese Momente, die der Chris hat es ja super ausgedrückt in unter der Woche. Im Moment kann er den Trainer nicht leiden. Ja, das verstehe ich auch, aber er akzeptiert, dass ein Tobi Strobel eben auch gute Leistung bringt. Ich glaube, was anderes wäre, wenn er sehen würde, dass sein Konkurrent keine Leistung bringen würde. Ja, aber das müsste ich natürlich dann auch sehen. Und dann würde ich auch wahrscheinlich Chris wieder sofort die Möglichkeit geben, sich wieder in die Mannschaft reinzuspielen. Aber das ist genau das, was wir wollen, dass wir auf dieser Position eben auch eine Konkurrenzsituation haben, dass keiner gesetzt ist. Ja, und dass ich aber auch weiß, wenn der Tobi Strobel war auch über ein Jahr verletzt nach seinem Kreuzbandriss, ist wie ein Neuzugang zu sehen. Ja, dass der Junge vielleicht auch mal wieder mal eine Pause braucht oder auch mal einen Hänger hat. Und dann kann man sich nur glücklich schätzen, einen Chris Kramer sofort zu bringen. Und dann wird der uns über eine gewisse Zeit der Saison mit seinen guten Leistungen helfen, gute Ergebnisse zu erzielen. Also das ist im Moment eben dieser Konkurrenzkampf, der da beflügelt. Einmal hier vorne in der Mitte. Ist es dann auch, wenn man sich die Bank von heute anschaut, wo neben Kramer ja auch dann noch Zakaria sitzt und Raphael, ist es dann das auch, womit man vielleicht auch einen Gegner beeindrucken kann in so einem Spiel, wenn man dann nochmal solche Spieler von der Bank bringen kann? Die Frage müsste an Florian gehen, ob man ihn damit beeindrucken kann. Ich bin froh, dass ich sie habe auf der Bank, ja, dass ich weiß, dass ich nachlegen kann. Und auch Fabi Johnson heute, das ist auch ein Spieler, der so ein bisschen untergeht, ja, aber der für uns heute eminent wichtig war, da auf der linken Seite bei uns die Seite mit zuzumachen, der eine sehr, sehr Stabilität dann reinbringt. Also das ist eben unser großes Plus und ich kann nur auf Holz klopfen, ja, dass wir diese Situation lange, lange haben. Wir haben natürlich auch den anderen unzufrieden, das wisst ihr auch, ihr seid viel näher dran mit euren Gesprächen mit den Spielern. Ja, aber im Moment ist der Erfolg da und das ist sicherlich ein Grund dafür, weil wir eben so eine starke Bank haben. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und gute Heimreise.